Silenzium. Also, Silenzium Corona. Silenzium im Fuchsenstuhl. Ja. Ich tue den Stamm hier offiziell eröffnen und hätte gerne eure Anmeldungen. Meine Anmeldung. Meine Anmeldung. Meine Anmeldung. Meine Anmeldung. Okay. Merci vielmals. Herr Kolloquium. Die meisten Verbindungen sind Mannenverbindungen. Es gibt ein paar gemischte Verbindungen. Die Aurora ist jetzt eine reine Frauenverbindung. Wieso braucht es das? Wir haben auch selber gemerkt, dass es einfach am Stamm ein anderes Klima ist, wenn noch ein anderes Geschlecht rum ist. Das haben wir einfach auch bei den Mannenverbindungen schon gehört. Sobald eine Frau rum ist, werden vielleicht Gespräche ein bisschen anders. Wir gehen anders miteinander um. Wieso? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Das hast du vielleicht selber auch schon gemerkt. Wenn mit Kollegen unterwegs ist, ist es anders, als wenn noch eine Freundin von jemandem oder so dabei ist. Oder ist vielleicht auch so ein Argument, wenn die Männer schon eigene Verbindung dürfen haben, was nur Männer gibt, dann haben die Frauen das Recht auch. Ja, geht sicher auch ein bisschen das rein. Und vor allem auch, dass Frauen das genauso gut machen können wie Männer. Also dass es nicht nur eine Gemischung gibt, weil Gemischte sind eigentlich vor allem auch aus Mannenverbindungen entstanden. Die haben dann irgendwann entschieden, ja, wir nehmen auch Frauen auf. Und das haben wir eigentlich auch anders wollen. Es ist von Anfang an einfach nur Frauen. Und was ist denn der konkrete Unterschied zwischen einer reinen Mannen- und einer reinen Frauenverbindung? Also ich kann es nicht genau sagen, wie es in gemischten Verbindungen ist, aber das Gefühl, der Umgangston ist ein bisschen rauer. In gemischten Verbindungen? Ja. Weil die Frauen sind dann eher so ein bisschen solche, die den Männern nachher eifern. Und ganz genau so weiss ich wie die Männer. Und wir legen da schon ein bisschen Wert drauf. Darum haben wir rosarot in den Farben. Also wir wollen immer noch unsere Weiblichkeit bewahren. Und das geht, ich will mich jetzt nicht auf den Test rauslassen, aber es geht manchmal bei den gemischten Verbindungen ein bisschen verloren. Und was ist der Unterschied? Reine Männer und reine Frauenverbindung machen die genau das Gleiche? Oder wie muss man sich das vorstellen? Der Unterschied kann man vielleicht ganz kurz sagen, ist einfach vor allem Geschichte. Also sie haben einfach Geschichte und wir haben das noch nicht. Und das merkt man schon. Also es gibt so auch mehr Rituale im Sinne von Weihnachtskommerz und so, wo wir weniger haben. Wir haben das Klosenessen, aber es ist einfach ein bisschen weniger steif. Aber die Männerverbindungen schauen auf 150 Jahre, eigentlich sogar genau. 200 Jahre Geschichte zurück. Sie sind noch nicht 10-jährig. 10-jährig sind wir da gerade. Oder jetzt gerade 10-jährig. Muss man sich da auch in die Identität suchen? Absolut, absolut. Wir haben auch eine Zeit lang gar keine Farbe gehabt, also kein Gas gegeben. Das kommt alles nach und nach. Und uns wird sogar eine Fahne geschenkt. Und da stehen wir auch immer so ein bisschen alleine dort. Wir sind die ohne Fahne. Und jetzt bekommen wir die geschenkt, so als von den Mannenverbindungen, die uns zeigen wollen, dass sie uns respektieren und als volle Verbindung nehmen.